Du Flo, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Lela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Och nee, dazu bin ich zu müde. Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Delos Astercast. Es ist ja jetzt schon wieder eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal mit euch gesprochen habe. Wer sich erinnert, in der letzten Folge habe ich ein kleines Interview mit dem Autorenpaar A.M. Reis gemacht. Und sie haben nicht nur über ihren Erstlingsroman Die Hermetiker gesprochen, sondern sie haben auch mit mir zusammen ein kleines Gewinnspiel gemacht. Denn unter allen Retweetenden dieser Podcast-Episode habe ich ja versprochen, dass ich eine Ausgabe des Buchs im Format eurer Wahl verlosen würde. Und das möchte ich hiermit auch tun. Damit es keine Verwirrung gibt, ich nenne nur mal kurz die Leute, die mitgemacht haben. Das ist einmal die Frau Schattenspiel, Frankfurter Kranz, der Florian 666, Rebell des Sonnensystems, Emanuel Kluge und Mikado Elefant. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Menschen. Es haben natürlich auch noch ein paar mehr retweetet, also die Anne und Matthias und ich. Die fallen natürlich raus, weil wir sind ja entsprechend in dem Gewinnspiel mit beteiligt. Deswegen, unter den 6 Menschen, die ich gerade genannt habe, wird das ganze Ding jetzt verlost. Und deswegen werfen wir jetzt den Zufallsgenerator an. Zahl bis 6. So. Zack. Und es trifft die Nummer 5 und das wäre Emanuel Kluge. Ich werde dich also gleich anschreiben und dich darum bitten, mir mitzuteilen, welches Format du haben willst. Und dann kriegst du das Ganze, je nachdem, ob du es als E-Book möchtest oder was auch immer. In diesem Sinne, das soll es auch für mich schon gewesen sein. Hier geht's demnächst nochmal weiter. Wir werden wieder viel über Bücher reden. Ich habe eventuell vor mit dem Flo demnächst einen kleinen Ausflug in unsere jeweiligen Bücherregale zu machen. Und ja, ansonsten ist bei mir nicht viel passiert. Ich bin momentan viel am Lesen, viel am Malen und am Basteln und am Tun und am Podcasten. Also hört rein in Königsbube Dame Gast oder in Mesh unter Messer. Und ansonsten hören wir uns hier dann demnächst wieder zu Büchern. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr an der Interviewfolge euren Spaß hattet. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, eure Dela. Das war Delateratur mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Delasaster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.